Das ist Fechi, weil er so einen fächrigen Schwanz hat. Fechi. Können wir Frosch auch einen Namen geben? Ne, das ist aber diskriminierend gegenüber dem Frosch. Wieso darf der Frosch keinen Namen haben? Let's ja, und damit auch schon wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Sims 4 Episode. Wir rennen hier gerade oder joggen durch den Park und machen gerade so ein paar Errungenschaften. Der Adi hat gerade eine Schatzkarte gefunden in der letzten Episode. Die gucken wir uns gleich auch mal an, aber zuerst gehen wir jetzt nochmal buddeln. Verdammt, ey, was ist denn hier? So. Na, Adi, was findest du da? Das sieht ja nach irgend so ein Eisenerz aus oder so. Der denkt an Explosion. Mit Explosion wäre das besser. So, was hat er da gefunden? Ja? Und? Ja? Eine Schatzkarte. Schon wieder. Geil. Zwei Schatzkarten. Wo sind die denn? Eine alte, abgenutzte Papierrolle mit kryptischen, von Schmutz bedeckten Zeichen. Sie sollten sich im Inventar deines Sims befinden, bevor er zu graben beginnt. Was habe ich jetzt davon mit den Schatzkarten? Verstehe ich nicht so ganz. Sie sollte sich im Inventar deines Sims befinden, bevor er zu graben beginnt. Kann ich einfach so graben? Oder was bringt mir denn die Schatzkarte jetzt genau? Ich bin verwirrt. Mit sich selbst reden. Nein, zurück nach Hause gehen wir jetzt mal. Ja, das dauert mir zu lange. Ich drücke einfach M. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss mir damit den Schatzkarten mal angucken, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall, wir haben ja auch einen Frosch gefangen. Politikfrosch oder irgendwie so stand da so ein Leopardenfrosch und so einen komischen Fisch, der sehr schlau sein soll. Dann kaufen wir uns jetzt mal ein Aquarium, denke ich, wo wir den Fisch reinsetzen können. Haben wir ein Haustier, ist ja auch geil. Und Adi wurde Uwe wurde befördert, der ist ja schon wieder zu Hause. Hab ich ja schon fast ganz verdrängt. Und die Sisi kam jetzt auch nach Hause, wurde aber leider nicht befördert. So, wie sieht's denn hier mit Arbeiten aus? 11 Stunden, 18 Stunden, 3 Tage, die ist auch noch auf Arbeit und der, er noch nicht. Gut, verdammt, dann machen wir jetzt mal hier, ach, die ist auch schon zu Hause, ist ja perfekt. Alle zu Hause, die Leistung ist sehr gut bei Pushia. Ja, macht mal, was ihr wollt. Ich guck mal hier eben, gibt's hier Hilfe, Lektion, gibt's eine Schatzkartenlektion? Hilfe, naja, keine Ahnung, was mit Schatzkarten auf sich hat. Beziehungsweise ist es vielleicht auch wieder nur hier so ein Ding. Gibt es hier Schatzkarten? Nee, Schatzkarten gibt es nicht. Ich weiß nicht, was ich mit den Schatzkarten machen kann dann in dem Fall. Irgendwo graben. Eine alte, abgenutzte Papierrolle mit kryptischen, von Schmutz bedeckten Zeichen. Sie sollte sich im Inventar deines Sims befinden, bevor er zu graben beginnt. Ja, haben wir noch. Verstehe ich nicht. So, stellen wir eben da den Frosch hin und den Fisch. Oh ja. Ja, so ein Fisch kann man doch an der Wand klatschen eigentlich. Aufhängen. Ne, nicht aufhängen. Ich wollte ihn eigentlich ins Wasser tun. Aquarium. Aquarell? Aquarium. Ah, da. Ah, so ein kleines. Gibt es auch ein großes? Ne, gibt nur so ein kleines. Stellen wir auch mal eben auf den Boden, weil wir gerade keinen Tisch haben. Nur um zu gucken, ob ich da den Fisch reintun kann. Der Frosch ist schon mal drin. Geil. Hier, guck dir deinen Frosch an. Den hast du dir erworben. Den hast du gefangen. Ha, jawohl. Wir haben den Fisch. Der kriegt einen Namen. Da es ein schlauer Fisch ist und lila ist, ist er, keine Ahnung. Nennen wir einen Fischname. Ja, das kam jetzt ein bisschen Guppi einen Namen geben. Ja, Guppi ist so ein Name, oder nicht? Der hat so einen schönen Schwanz, den nennen wir einfach mal, Fächer. Fächi, das ist Fächi, weil er so einen fächrigen Schwanz hat. Fächi. Können wir Frosch auch einen Namen geben? Ne, das ist aber diskriminierend gegenüber dem Frosch. Wieso darf der Frosch keinen Namen haben? In Welt platzieren. So, jetzt brauche ich einen Tisch. Wo ich das... Aber wir haben kaum Platz dafür. Wobei, doch, da im Flur. Da im Flur. Wir haben ja auch genug Geld. Wir haben genug Geld. Da kann man das machen. Ein Tisch. Ein
Tisch, Oberflächen war das, ne? Ja. War kein Esszimmertisch. Ich will so einen ganz normalen Tisch, wo man irgendwas draufstellen kann. Hier so. Ja, ja. Kann man da was draufstellen? Der sieht nämlich so dünn aus. Ja, habe ich mir doch schon gedacht, das ist zu dünn zum Draufstellen. Weg mit dem Kacktisch. Ich glaube, wir müssen... Vitrine. Kann man da was draufstellen? Hier so eine Wand. Ach ja, das war das Bild. Nee, da kann man nichts draufstellen, glaube ich. Das sieht zwar nicht schlecht aus, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ist nämlich auch so dünn. Kaffeetisch. Ja. Wir haben keinen Platz in der Wohnung. Das ist ein bisschen zu klein alles, so mittlerweile. Wir müssen ja nicht mal anbauen. Zweiten Stock oder so. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Da, wir stellen hier einfach so einen Tisch hin. Geht gar nicht. Warum? Weil der Fisch im Weg ist? Ah ja, okay. Nee. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er ein Bild an der Wand hängt. Und deshalb kannst du ja keinen Tisch vorstellen. Was ist das für ein Schwachsinn? Bitte. Da, wir stellen halt hier einen hin und da einen hin. Perfekt. Sieht zwar nicht schön aus, aber wir haben im Moment keine wirkliche andere Wahl. Boah, sieht halt hässlich aus. Aber... ist egal. Oh, auf den Tisch, Kollege. So, wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Stock ziemlich bald bauen. Weil wir haben kaum mehr Platz und... ach, nochmal hier falsch. Moment, Inventar. Der Uwe hat doch irgendwas bekommen. Computerfestplatte. Du hast eine Computerfestplatte in deinem Besitz und es ist nicht irgendeine Computerfestplatte. Tu damit, was du willst, ohne dich rechtfertigen zu müssen. Ey, ist ja geil. Da ist nicht nur eine Festplatte, das sind mehrere. Ist hier neben den... ha! Geilomatico. Jetzt haben wir aber keinen Platz mehr für die Lampe. Dann kommt die weg. Kaufen wir eben eine Wandlampe für hier jetzt. Müssen wir ja, wir haben keine andere Wahl. Irgendwas Hübsches, das hier. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ist auch schön hell. Können wir auch hier mal eine anbringen. Machen wir die Wand hoch. Hier so über dem Fernseher. Da so, jetzt wird mal ein bisschen heller hier. Ist ja ein bisschen fröhlicher, das Ganze. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt hat er da so ein paar Computer, ein bisschen Gerümpel. Müssen wir ihn eigentlich aus dem Computerzimmer bauen? Oh, Uwe, bist du am Schlafen? Ja, der arme Mann ist am Schlafen. Weil hier geht schon wieder alles im Bach runter. Das da ist am Stinken. Oh, ist das schlimm. Fechi umbenennen. Oh, ist der Fechi nicht süß. Guck dir den mal an, den Fechi. Oh, der hat eine kleine Ritterburg. Und hier unser Fröschlein, unser Leopardenfröschchen. Der sieht richtig schnuckelig aus, ne? Oh, der macht nichts, der steht nur rum. Und wackelt mit seinen Augen und mit seinem Mund so. Quark, quark, quark. Bisschen klein, also für den großen Frosch ist das ziemlich klein, das Terrarium. Das muss ich auch mal sagen. Kann ich den nicht durch die Wohnung hüpfen lassen? Dann tritt noch einer aus Versehen drauf. Ups. Ah, die Energie, die steigt so langsam. Ja, Adi, du musst mal wieder reparieren. Ist ja kein anderer da. Was machst du denn da? Den Fischbüsch, den Frosch anschmieren? Anschmieren, anschimpfen? Warum hat der denn die Rolle da hingelegt? Ist der doof? Wo ist die andere Rolle? Hat er die auch weggetan? Ich hab da so meine Befürchtung. Ah, nee, doch nicht. Adi Lützgendorf, geschickt Level 2. Geil, ey. Wir müssen uns mal mehr umgucken. Falls wir hier auch was zum Graben finden oder so. Finde ich ja richtig cool. Die ganze Sache mit den Graben. So, wie sieht es denn arbeitstechnisch aus? 19, 9, 16, 3 Tage. Oh, die hat frei, die hat ordentlich frei. Ja, Plugin auf dem Computer programmieren. Das macht denn der Uwe dann gleich noch schnell, denke ich. Bevor der arbeiten geht, dann wird er vielleicht direkt nochmal befördert. Und wie wird man konzentriert? Ich habe es schon wieder vergessen.
Das steht doch immer hier rum. Gibt's ja keine Lektion für, wie man konzentriert wird. Live-Modus. Bestreben? Nein, bestreben ist das nicht. Das ist... Muss ich nochmal nachgucken, weil ich es nicht weiß. Charisma-Fähigkeit, Kochfähigkeit, Angel, Fitness, Garten, Gitarre, Geschicklichkeit, Logik, Bilder, Schelm, Stimmung. Okay. Ja, aber fahre mit der Maus über eine Stimmung, um Auswirkungen zu erfahren. Toll. Unerfülltes Sozialhygiene. Steht da gar nicht. Steht da gar nicht drin. Verdammt. Positive Emotionen nutzen? Nein. Ich will aber wissen... Laune? Ich glaube, Buch lesen. Der hat gerade ein Buch in der Hand und ist so lila. Ich glaube, lila ist nämlich konzentriert. Ja, verdammt. Du kannst... Ja, keine Ahnung. Werden wir sehen. Konzentriert. Geschicklichkeit. Beim nächsten Mal, wenn wir konzentriert werden, muss ich mal achten, warum wir auf einmal konzentriert sind. Ah ja, zwei Tuning-Teile hat er erhalten. Der Adi. Die können aber weg. Die sind nämlich für den Uwe. So, die legen wir mal da hin. Da kann er die gleich nämlich aufheben, sonst vergesse ich das immer wieder. Ich finde das schön, dass man alles so verschieben kann einfach. Und ist mir auch jetzt mal gerade so aufgefallen, alles einfach im Wohnzimmer. Fertig. Was ist denn mit denen? Unwohl? Ja, jetzt ist das Wohnzimmer auf einmal so dreckig, ich weiß doch. Geh doch einfach schlafen. Du bist doch müde. Was willst du da? Trinken? Nein. Nichts getrunken. Verrückter. Unwohl schon wieder. Was ist denn mit dem... Ist das am Stinken? Ah ne, das ist... Ich dachte schon, das ist am Stinken, das Glas. Nee, dass er der Fisch noch abschmiert. Abnippelt. So. 7 Stunden, also um 10 Uhr. Ah, ach so, die Pushy ist schon wieder wach. Aber also auf Klo muss, ja, dann geh schnell. Dann kannst du wieder noch ein bisschen weiter schlafen. Na, ich muss wieder Entengang antreten. Oh, ist immer das Gleiche. Ich kaufe mir beim nächsten Mal so ein Propfen. Kann ich dann reinstecken, dann ja, weil, also, das muss ich jetzt nicht ausführen hier, ne, weil dann tropft er nämlich. Und das ist praktisch, das ist unheimlich praktisch, ist das ja. Kannst auch hinten machen. Falls du deinen Hals groß musst, dann, ja, da kommt da auch nichts raus. So, jetzt wieder ins Bettchen. Hände waschen, meine Fresse. Du hast doch nichts berührt. Die Frau berührt dabei doch nichts, oder? Wieso muss sie sich die Hände waschen? Macht gar keinen Sinn. Naja, ganz hochnäsig. Gerade aufgestanden, aber ist egal. So. Uwe. 10 Uhr, ne? Wird langsam knapp hier. Du musst auf Toilette, so wie das aussieht. Ja, musst du. Und wer ist jetzt zwar... Der Adi, der ist doch gerade schlafen gegangen. Oh. Oh, nee, der muss auch. Das gibt jetzt Ärger. Nee, halt. Vater. Ja. Kann man nicht sagen, irgendwo hinpinkeln? Ich muss warten, bis Uwe fertig ist. Scheiße. Ja, der Adi dreht durch. Der muss auf Toilette, aber der kann nicht, weil der Uwe da drauf ist. Lauf hier ein bisschen rum, bevor du auf Toilette gehst. Von alleine. So, jetzt. Oh, ist aber eng hier. Und dann, Adi. Ach, schlafen muss der gar nicht mehr. Raus, Uwe! Ich bin ja schon weg. So, was zu essen machen, dann kann er hier die ganzen Sachen endlich aufheben. Ach. Bin auch doof, ich kann auch einfach so machen. Hä? Hä? Ach so. Ja, man muss nur richtig treffen. So. Da muss er da nur noch drin wühlen gehen. Die stinkt nämlich schon und dann wegwerfen.
Beziehungsweise schafft er das von der Zeit? Ne, das schafft er nicht mehr. Das machst du nicht mehr. Nach dem Essen. Verdammt, dann gehst du noch schnell ein Plugin programmieren, falls das geht. Rechnung bezahlen! 500, scheiße! Programmieren, Plugin programmieren, perfekt. So, Sisi, du hast den Job, hier die Rechnung zu bezahlen. Post bekommen. 500, ja, ist ja nicht so teuer. Wir haben ja... Hä? Hallo? Ich dachte, das kann man so in den Reihen schieben. Ne, geht nicht. Ich dachte, das geht. Hey, Baranki. Hey, Baranki. Hat er das jetzt? Jetzt hat er es aber. Was beschwerst du dich denn da schon wieder, Adi? Ach, der hat Hunger, verdammt. Ja, dann macht der was. Macht der Joghurt? Ja. Das ist natürlich, das stillt den Hunger sehr effektiv, so ein Joghurt. Mach ich auch. Post bekommen. Okay, wie wäre es mit Post bezahlen? Hier, bezahlen 500. Hätte ich auch direkt klicken können. So, ich bezahle mal die Post. Ist ja ganz schön teuer hier. So, Musik hören. Geh mal Musik hören. Musst du ja machen. Intensiv hören. Und, ja, komm, dann geh erst auch was essen. Hier, machst du einen Grillkäse für dich. Wobei, immer das Gleiche, ne? Hier, Tortilla mit Soße, das hört sich doch lecker an. Und dann gehst du intensiv zuhören für dein Lebensziel. Oh, das ist lecker. Der Joghurt, das erinnert mich an früher. Auch mit Kirsche obendrauf. Uwe denkt sich nur, halt die Fresse, was macht die denn da? Komm, wie die mit dem Messer umgeht, ey, da fallen dir schon beim Zusehen die Finger ab. Ah, 17 Minuten, der Plugin programmieren können wir vergessen eigentlich. Ja, weiß man ja nicht, ne? Ja, macht auch noch alles kaputt. Plugin programmieren wird nix. Was machen die denn in der Küche? Sind die verrückt? Wieso lässt der das da an? Haben wir zu viel Geld? Ja, du musst arbeiten, ne? Aber ich glaube, ja, der geht jetzt gut. Guck, wie der zur Arbeit geht. Aber der wird befördert, obwohl er so läuft. Ist natürlich nicht schlecht. So, wer ist als nächstes dran? Da musst du ja immer im Auge behalten. 7, 3, 10, also um 17 Uhr die CC. Perfekt. Bis dahin wird die zwar keine neuen Freunde haben, aber... was hat die denn? Eine Nase ist ja nicht normal. Wir haben uns für den falschen Beruf bei CC entschieden. Die muss viel zu viele Freunde haben. Das läuft nicht. Was ist denn da drin? Das ist ja schon am Stinken. Oder warum? Also, der räumt das auch weg. Was für eine Lebensmittelverschwendung, ne? Ha, Adi, geh mal da Teile plündern. Macht ja sonst keiner. Kannst du wieder für den Uwe da hinstellen. So. CC. Jetzt wird intensiv Musik gehört, aber doch. Ich werde irgendwie gerade müde. Mach mal einen anderen Kanal an, ey. Das ist ja nicht normal. Alternativ, das ist ein Alternativ. Das ist nicht schlecht. Yeah. Schläge üben, nee, hör da mal Musik einfach ein bisschen. Musst du ja für deine Karriere machen, noch 2 Stunden. Da hast du auch Spaß bei, ne, das... Jetzt wäre vielleicht ein bisschen besser, wenn sie dabei sitzen würde, aber... So, dann kannst du das ja auch wegwerfen. Die 2 Tuning-Teile lege ich dann wieder hier... Oder 3 sogar, die lege ich hier wieder hin. Auf den Teppich. Das ist unsere Ablage. Kann man sich, das interessiert mich jetzt mal so... So einen Holzschuppen bauen. Dass ich hier so sag... Zack... Zack. Alter, ist aber teuer, die Wand. Oh, wir haben jetzt schon kein Geld mehr. Haben wir hier Fenster drin? Ach. Ja, natürlich, das Fenster muss dann weg. Da muss dann weg, das Fenster so. Da, dass ich hier so Holz, so einen Schuppen machen kann, das wäre eigentlich ziemlich geil. Da muss ich hier mal unter Holz gucken. Machen wir die Wand hier wieder hoch. Paneele für draußen, was man so... Ja, sowas, nur in einer anderen Farbe. Vielleicht so. Ne, das sieht... Nee, gibt's hier rückgängig. Kann man rückgängig machen. Das ging doch sonst immer. Ah, hier.
das so ein bisschen billig aussieht. Mauerwerk, Fels- und Steinverkleidung. Nee. Wobei? Nee, das soll billiger aussehen, möchte ich das so ein bisschen. Marsboden? Hä? Verrückt. Nee. Gefällt mir alles nicht. Da, ja, das hier, das ist doch perfekt. Können wir auch als Zaun verwenden. Dann bauen wir uns einen kleinen Schuppen, dann können wir da nämlich die Tiere unterbringen und alles und das Sportgerät vielleicht und ich weiß nicht was. Wir brauchen ja auf jeden Fall Platz. Ach verdammt, da ist noch ein Fenster. So. So. Ja, ja, das passt schon. Das passt schon so. Dann bauen wir uns ein kleines, ja, mit dem Geld passt das vielleicht nicht, aber so einen kleinen Schuppen oder so bauen. Ja, ich denke, mit den Schuppen ist eine gute Idee. Den werden wir dann gleich mal irgendwie fertig bauen. Zumindest so weit, wie es unser Geld zulässt. Den werden wir dann ein bisschen dekorieren. Dann können wir dann die Tiere und so reinstellen und vielleicht noch die ein oder anderen nützlichen Dinge. Fahrräder gibt es ja, glaube ich, nicht. Sonst könnte man die da auch drin bunkern oder so. Da gucken wir mal. Das wird dann so ein Werkzeugraum oder so. Keine Ahnung. Da kann der Uwe dann mechanisch rumexperimentieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer. Und im Idealfall sehen wir uns dann zur nächsten Episode wieder. Gern könnt ihr mich auch liken, kommentieren oder sogar abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.